Hallo und willkommen bei Klingeding, trag das Ding. Heute bin ich gemein. Und zwar, ich habe ein Kleid. Dieses Kleid. Und ich kann euch nicht sagen, wo es das gibt. Was ich euch sagen kann, das gibt es bei Willhaben. Allerdings war das das Letzte. Es ist ein Medium und das einzige Etikett, was ich gefunden habe, sagt euch, dass das Ganze aus 70% Baumwolle und den Rest aus Polyester besteht. Ist wie gesagt ein Medium und ja, riecht auch noch aktuell relativ stark nach dem Parfum der Dame, von der ich es gekauft habe. Ich werde ein Foto von dem Kleid hochladen und werde mal Google fragen. Vielleicht können wir rausfinden, wo das her ist. Gekostet hat mich das Ganze 5 Euro plus 5,10 Euro Versand. Also damit kann man leben. Und was dieses Kleid von den anderen unterscheidet, das hat lange Ärmel. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige bis jetzt, was ich mit langen Ärmeln habe. Ja, angreifen tut es sich eigentlich auch ganz gut. Ich muss sagen, ich bin gespannt, wie das ausschaut. Kommt's mit, schauen wir es sich an. Ihr seht schon an meinen Grinsen, dass ich gerade sehr glücklich bin. Tata, tata, tata. Ich finde es super. Wirkt eigentlich im Video, wenn ich mir das jetzt so anschaue, gar nicht so gut, aber ich fühle mich gut drinnen, deswegen wird es auf alle Fälle behalten. Ich kann es eh nicht umtauschen, das ist von Willhaben. Dieses Kleid habe ich ja, wie gesagt, von Willhaben gekauft und das ist das Einzige, was kürzer ist. Also alle anderen Kleider, die ich bestellt habe, die waren bis über die Knie und das ist das Erste, was ein bisschen kürzer ist. Ich frage mich gerade, ob das so war oder ob die das so gemacht hat, weil ich habe nirgends ein kurzes gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ist ein super Stoff, ist super bequem, die Baumwolle spürt man, also das macht gleich was her, es ist nicht hundertprozentig Plastik. Es ist was Helles, das finde ich gut. Man muss es bügeln, also man sieht tatsächlich, durch die Baumwolle sind ein paar Falten entstanden, also man muss es wirklich bügeln. Und ja, also es schmeichelt jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt meiner Figur, aber ein bisschen Schäbstrumpfhosen und die ganze Geschichte geht schon und ich baue jetzt eigentlich nur noch weiße oder rote Schuhe dazu.